Bevor jetzt. Eieiei. Ich kenne mich mit den Teilen nicht so aus. Kippe. Genau, wir bitten hier ein bisschen drogenfrei unterwegs zu sein. Also nicht nur Volltrunkene bitte ans Mikrofon kommen und bitte auch, wenn ihr volltrunken seid, nehmt eure Bierflaschen nicht mit und auch eure Zigaretten nicht mit nach vorne. Wir möchten hier gerne auf Drogen verzichten. Was machen wir denn hier? Hier ist ein offenes Mikrofon. Hier darf jeder sprechen, der jugendfreundlich und gewaltfrei ist und sich an unseren Rederahmen hält von 6 Minuten. Man darf auch länger sprechen, da muss man aber vorher Bescheid sagen und dann hat man hier einen Rederahmen von 20 Minuten. Man muss ja auch nicht reden, man kann auch einen anderen Beitrag machen, zum Beispiel wie der junge Mann hier. Man kann hier etwas singen oder Musik machen. Genau, alles ist möglich. Jetzt wieder zusteigen, jetzt wieder dabei sein. Genau, aber ohne Kippe bitte. Nee. Doch, das wäre ganz lieb. Wir haben so ein paar. Ich habe vorhin schon gesagt, dass das an die Helmut-Schmidt-Gedächtniszigarette war. Du hast mir hier auf unserem Hamburger Kron nicht das Wort zu erteilen. Ich hatte neulich die Idee, in meinem Ortsbezirk, in meinem mir ans Herz gewachsenen Ortsteil Lohbrügge, in dem ich seit 48 Jahren lebe, eine Speaker's Corner zu kreieren. Und weil ich der Meinung bin, dass der allgemeine Austausch unter Mitbürgerinnen wichtig ist, weil mir diese Stadt inzwischen ans Herz gewachsen ist. Ich bin am vergangenen Sonntag, sprich heute vor 8 Tagen, nee, ich entschleunige dich gerade. Ich bin am vergangenen Sonntag vor 8 Tagen von einem Herrn Doktor, egal, von einem ehemaligen AfDler, wobei ich gar nicht genau mich dafür interessieren will, wer oder was die wofür die AfD steht. Jedenfalls bin ich von einem Schergen von Herrn, Namen sind Schall und Rauch, von dem Pächter, vom Sander Dickhop, dem Wahrzeichen von Lohbrügge, tätlich angegriffen worden. Das Keinsmal trage ich noch auf der Stirn.
eine Wespe will mich stören. Und Parasiten. Keine Parasite. Das ist nur eine Wespe. Die schlagen, die stehen zurück. Die haben und die hauen ab. Das ist der extra Stück, musst du nochmal einen draufnehmen. Nein, lass mal. Parasiten ziehen mich an, leider. Das lehrt mich meine Erfahrung. Jedenfalls mahnen und wachen, finde ich, ist ein sehr gutes Motto. Und in diesem Sinne sollte das vielleicht wirklich nicht so weit vom Rathaus hier in Zukunft passieren, sondern so nah wie möglich an der Bannmeile, offiziell beantragt und pipapo. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. PS, und jetzt sollten wir langsam mal wieder ein bisschen Musik hören. Zum Beispiel, dass du mein Liebsten bist, dass du wohl weißt. Komm wieder Nacht, sag, wo du heißt. Komm wieder Nacht, sag, wo du heißt. Klopp an der Kammer, der fordernde Klink. Vater meint, dat ein de Wind. Vater meint, dat ein de Wind.